Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars. Heute mal ganz alleine und ich denke mal auch die nächsten paar Folgen werde ich alleine sein, weil der liebe Darko leider keine Zeit hat. Und ja, mein Eventbonus. Okay. Ja. Danke. Sehr schön. Das löschen. So, wie rufe ich jetzt so einen Gleiter? Kann mir das einer erklären? Vielleicht mit G? Nein. Crewfenster öffnen. Nee. Ja gut. Ich beschäftige mich dann offscreen damit. Da hinten war eine Quest, die wollte ich unbedingt erledigt haben. Und zwar war das die Quest besiege Valen Korrig oder so. Das wird schwer, wenn hier schon einer rumpümmelt. Ach ne, hier, Lock a Crack hervor. Oha. Der hat Level 75, ernsthaft? So ein Arsch. Jetzt bin ich aber dran. Komm! Los, Geronimo! Besser niemand an. Wir müssen mal auch easy klatschen können. Du Arsch! Nice! Nein, das Züchtigers möchte ich haben. So. Dann, okay, die Quest haben wir jetzt abgeschlossen. Gehen wir direkt zur nächsten, würde ich sagen. Die ist dann da oben. Warte mal, das ist Festungseinführung. Nö, wir gehen dahin. Wie komme ich jetzt dahin? Ist ja irgendwo dort da oben.
Das ist doch dort oben. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock auf euch Mobs. Na. Da geht's hier hoch. Nee. Habe ich was zum Verkaufen? Ja, gut, ich habe noch Platz, aber... die sind besser als meine tatsächlich. Das ist ein Implantat. Wett. Ich hab da was für dich. Niemand an. Und zwar das da. New York Comic Con 19. Benutzen. Schalte diesen Flair für deinen Charakter frei. Gewährt deinem Charakter den Flair New York Comic Con 19. Du kannst Flairs im Menü für Charaktertitel zuweisen. Astromech-Droide gebunden. Benutze, ruf eine kleine Astromech-Droide herbei, der dir folgt und dich auf deinen Abenteuer beobachtet. Klicke mit der rechten Maustaste auf diesen Gegenstand. Blablabla, Haustierbereich deiner Fähigkeiten. Der ist ja putzig. Oh, süß. Na dann. Ich hoffe, du folgst mir auch. Ja. Erstmal putzig, muss ich sagen. Und Leute, kämpft der etwa auch? Nö, schade. Wett, wo bist du? Also, du kannst ruhig mitkommen, würde ich mal behaupten. Wo auch immer du gerade rumstehst. Da ist er. Wo ist mein... Ey, jetzt ist mein Druide weg. Egal. So. Lord Drovel. Von dem gibt's natürlich auch noch was. Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drum und Kas beenden. Ihr geht in euren Aufgaben wirklich auf, oder? Niedere Geschöpfe beherrschen und ihren Willen beugen? Natürlich gehe ich darin auf. Und ihr werdet das auch. Denke ich. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium. Aber eine günstige Gelegenheit für mich. Wozu sollten euch desertierende Sklaven dienen? Als Testobjekte natürlich, um meine Techniken zu verfeinern. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Ja, hallo? Das ist zutiefst verstörend.
Auch das gefällt mir daran. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Die Sith sollten einander helfen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns beginnen. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. Ja. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Ich helfe ihm bei der Niederschlagung des Sklavenaufstands. Versteht ihr denn wirklich, worum er euch gebeten hat? Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Lord Rawl würde es sicher nicht gefallen, das zu hören. Versteht mich nicht falsch. Lord Rawl ist sehr gut auf seinem Gebiet. Doch er stellt seine persönlichen Neigungen über unsere Effektivität. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Das war wirklich Pech. Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche Verbündete. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Dieser Aufstand muss schnell und effektiv beendet werden. Deswegen müssen diese Abtrünnigen sterben. Wunderbar. Das ist für alle die beste Lösung. Naja, fast alle. Ich gebe euch die höchste Dosis Quelltoxin. Führt es in das Wasserfiltersystem des Sklavenlagers ein und geht dann wieder zu Lord Rawl. Ich wollte keine helle Punkte haben. So ein Scheiß. Jetzt bin ich angepisst. Jetzt muss ich Leute töten. Und da ist mein Druide wieder. Hihihi, geil. Wassergedöns Alpha. Sprengstoff ist auch dort. Okay. Hallo, Kämpfer? Also der Druide schockt anscheinend die Gegner ein bisschen. Das ist mal sehr interessant. Und die haben ja ein paar schöne Fahrgeräte, also. Ja. Ah!
Das ging schnell. Schade, kann ich nicht abbauen. Die hier. ja. Nur die waren schnell etwas tot. Muss ich sagen. Ach so. Was nehmen wir denn? Oder haben wir jetzt alle? Wir haben alles. What the fuck, ey? Oh, oh. Wetz, du kriegst auch was Neues. 153 Rüstung. Ja, weg damit. So. Bitteschön. Was ist das? Ach, Wiederaufbauwerkzeug. Runstein, Gummi. Aha. Okay. Wir erledigen gleich mehrere Quests auf einmal. Und hier können wir sogar noch ein bisschen was verticken. Sehr schön. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nö. Ja, gut. Der Rest. Ah, ne, da war noch was. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ach, halt deinen Mund. Leben Sie wohl. Fett, du. Du kriegst erstmal einen Ring von mir, würde ich sagen. Das ist toll, danke. Oh, 230 Einfluss, nice. Ach, warte mal, die Dinger kann ich doch auch verkaufen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Jo. Und hier erstmal aufwerten. Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Aber die kann ich auch verkaufen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Jo, erstmal ausrüsten. Sturms, das war Geld, das Missionsbelohnung plus 20, aha, ja. Was auch immer ich da gerade gemacht habe. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Legen Sie wohl. Was war das hier? Ein Geschenk? Irgend so eine Stim-Kacke? Oh wow. Okay. Gerade als man dachte, hier gäbe es noch nicht genug große Statuen. Oh, hier, da ist was. Seht sie euch da draußen nur an. Sie sind wie Tiere. Hunderte von Sklaven, die keinen Anführer haben und keinen blassen Schimmer, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Wie ich bereits sagte, sind die Sklaven wie Tiere. Aber wir haben ein seltsames Verhalten bei ihnen bemerkt. Meine Vorgesetzten wollen mehr wissen.
Einige Sklaven bringen sich gegenseitig um. Wir wissen nicht, ob sie verrückt, hungrig oder verzweifelt sind. Oder ob sich eine Gruppe gegen die anderen gewandt hat. Ihr habt sie beobachtet. Was ist eure Vermutung? Ich weiß nicht. Wer weiß schon, was im Kopf eines Sklaven vor sich geht. Wir wissen, dass die Tötungen einem Ritual folgen. Die Mörder schleichen sich nachts an, erstechen ihre Feinde und beschmieren sich mit Blut. Wenn ihr da nachforschen könntet, sie auf frischer Tat ertappen, könntet ihr vielleicht etwas über ihre Gründe erfahren. Ich komme zurück, wenn ich mehr entdeckt habe. Haltet nach Sklaven Ausschau, die sich gegen die anderen wenden. Mit Glück bekommen wir so Antworten. Ja, mal gucken. Anführer der rebellischen Sklaven. Was war denn das für einer? Kann ich also noch nichts machen? Schade. Gucken. Was ein Mistvieh. Da lang. Oh!
So geht's auch. Dahin. Ihr seid nicht der Anwärter. Ihr seid ein Sith. Ja. Eure Gegenwart ehrt uns. Willkommen in unserem Gefängnis. Was ist hier los? Steckt ihr hinter den Morden? Ich bin Targa Unvol, der Anführer der Befreiten. Ich bin meines Hasses Herr. Als die anderen Sklaven sich befreiten, habe ich gelacht. Wie ihr wusste ich, dass ihre Flucht eine Illusion war. Nur die Sith genießen wahre Freiheit. Trotzdem sitzt ihr hier fest. Wäre ich geflohen, hätten die imperialen Blaster mich getötet. Ich hatte andere Pläne. Ich ergriff die Chance, mich zu beweisen. Ich trennte die Schwachen von den Starken. Ich tötete und lehrte. Ich lehrte Sklaven, die Freiheit durch Blut zu finden. Nun sind meine Anhänger und ich die Herren. Und schon bald werden wir zu Sith werden. Ihr mögt Potenzial haben, aber ist die Macht stark in euch? Meine Stärke liegt in meinen Fäusten. Doch die Macht führte mich hierher, wie sie euch geführt hat. Und nun könnt ihr dem Imperium von uns berichten. Ihr seid stark. Mit eurer Zustimmung werden wir dienen. Tragt die Kunde unserer Loyalität zu euren Herren. Dann werden wir das neue Gesicht des Imperiums. Verfechter der dunklen Seite. Das Imperium soll eure Botschaft hören. So soll es sein. Nehmt dieses Datenpad. Es enthält mein Bittgesuch an die Sith Lords. Ich bin noch nicht bereit, den Koloss zu verlassen. Mit jedem Mord spüre ich, wie meine Macht wächst. Und es gibt noch viele, die sich mir anschließen könnten. Doch bald werden wir bereit sein. Wir erwarten die Nachricht des Imperiums. Setzt eure Arbeit fort. Tötet die Sklaven in meinem Namen. Lebt wohl. Wir kehren nun in die Schatten zurück. Scheiße, die war jetzt mehrfach dagegen. Das ist Kacke. Bleib stehen. Ich will dir ein Geschenk machen. Geht nicht. Wow. Da und da muss ich hin. Das heißt aber, ich muss auch irgendwie da runterkommen. Bestimmt da lang. Ach du scheiß Mistfliege, verpiss dich, ey. Ah, hier vielleicht. Fahrstuhl, bounce. Komm, Druide. Alter, du scheiß Mistflieger, verpiss dich. Fette, komm mal bitte da runter, sonst fährst du gleich wieder hoch. Ach komm, scheiß drauf, kämpfen. Ah! Den Inventarplatz habe ich noch.
So, jetzt ist die Frage. Ich muss genau da lang. Moment mal, hier muss ich doch hin. Hä? Was soll ich denn hier machen? Hier liegt einer. Jo, da haben wir den ersten Sprengstoff. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.